So, jetzt habe ich erstmal einen, diesen Decoder hier auf 27 Bit erweitert. Und das ist hier ist die höchstmöglich anzeigbare Zahl. 134.217.721. Und jetzt habe ich das hier so ein bisschen auch verengt hier. Jetzt werde ich hier auch jeden Hebel runter nach oben legen. Erst einmal, und das, man merkt schon, es leckt sehr ordentlich. Und den hochstellen. 27 Bit ist er jetzt groß. Da sind 7 weitere Bits dazu gekommen. Und das ist immer hier. Jeder Hebel ist immer ein Bit. Und das ist die Markierung da, wo die Mitte ist. Also die hat die Hälfte da hochgeschaltet. Das kann dann eine ganze Minute dauern, bis sich das umgestellt hat. Jetzt warte ich erstmal, das kann eine Minute dauern, bis das umgestellt ist. Ich werde jetzt mal kurz in der Aufnahme gucken. Der nimmt jetzt gerade auf, sehe ich hier. Aber er nimmt nur das Minecraft-Bildschirm auf. Jetzt werde ich erstmal natürlich ein bisschen Artefakten sozusagen machen. Also ein. Da sind natürlich ganz viele Leitungen da unten gelegt. Ich kann es natürlich noch machen, wenn ich das jetzt zum Download freigeben würde. Kann ich natürlich unten noch die ganze Fläche aus Stein nochmal zumachen. Und da oben auch Stein oder Lampen. Damit einfach das ein bisschen schöner aussieht, dass man keinen Redstone sieht. Kann ich machen, weil das Redstone da ist nämlich niedriger gelegen als das Display. Aber man merkt nicht wirklich, aber das Display werde ich 3 Blöcke näher an den Spieler herangerückt. Und eine zusätzliche Schaltung einzufügen. Würde ich dann auch zeigen. Und zwar hat das was mit der Anzeige, ob Displays überhaupt an sind und was mit den Punkten. Also diese Punktmarkierung, die man, wo ich jetzt ein Fadenkreuz drauf gehe, hier drauf und da vorne, da sind Punkte, die werden jetzt neuerdings auch angezeigt. Eins habe ich dann noch eine zusätzliche Schaltung eingefügt, die noch 3 Blöcke Platz erforderte. Und deswegen muss ich das Display ein wenig nach vorne rücken. Eins ist es trotzdem nicht schlechter geworden. Und dass das da unten alles ist, das ist hier alles näher dran zusammengestaucht. Also ich habe das hier, diese Fläche ist ja jetzt nicht mehr so lang. Also die Länge habe ich verkürzt. Um 7 Bit habe ich noch hinzugefügt. Das lag daran, dass da hinten noch so viel Platz war. Und jetzt habe ich den Platz da hinten voll ausgenutzt. Und jetzt läuft das. Ich muss da kurz warten. Kann eine ganz schön Weilchen dauern. Wird die Zeit dann auf einmal richtig schnell weiterlaufen. Da ist zum Beispiel oben die Sonne, wird dann runtergehen. Ich werde erstmal mit F1 ausblenden hier alles. Dann sieht die Sonne bewegt sich normal weiter, aber es vergehen teilweise nur so 2 Ticks pro Sekunde, wo normalerweise 20 sind. Aber so langsam geht das Display aus, also jetzt sollte am Ende nur eine 0 angezeigt werden. Also eigentlich ist die Schaltung selber nicht langsam, nur dass, weil durch viel Redstone-Arbeit im Hintergrund dauert das einfach so lang. Ich habe einfach vergessen hochzustellen, weil das Redstone noch an ist. Hier ist nämlich das Redstone noch an. Ich muss jetzt hier auch aufgehen. Das wird so langsam, das ist jetzt erst angegangen, aber kaum, dass es nicht ausgeht, weiß ich nicht. Ah, da ist die Fackel dran. Ist die Fackel ja auch noch weg. Das ist eine krasse Sekunde Verzögerung. Und jetzt habe ich auch nur noch 5 FPS hier. Und deswegen ging das dann nicht aus. Deswegen hätte ich diese 33.554.432 nicht runtergekriegt. Einfach nur die Hebel setzen. Die Fackel muss ich da ja noch wegnehmen. Aber diesmal mache ich eine Game-Aufnahme. Ich kriege meistens auch immer jetzt eine Warnung angezeigt für hohe CPU-Auslastung. Da sollte ich mal Minecraft weniger oder mehr RAM zuweisen. Das muss natürlich möglichst ausgeglichen sein, damit Minecraft nicht, mit Minecraft nicht zu wenig FPS hat wegen. Auch ohne Aufnahme, auch aber dass die Aufnahme auch genug Arbeitsspeicher hat.
Weil sonst müsste ich nämlich im Task Manager, mache ich mal hier, Open Broadcaster Software mir RAM zuweisen. Das wird hier angezeigt 1,1 GB. Das mache ich einfach mal hier bei Open Broadcaster Software mal probieren. Priorität auf hoch setzen. Das was bringt hier. Das stellt sich ja hier immer noch um. Also lässt man, jetzt ist erstmal diese Zahl angezeigt. Jetzt habe ich die Fackel ja weggenommen. Die lässt sich ja nochmal umstellen, oder? Jetzt wird es nämlich da auch ausgegangen. Jetzt muss ich natürlich hier hinten weiter, könnte vielleicht noch an sein. Weil wir das hier, will ich dieses Video ein bisschen länger machen. Will ich extra wenig länger machen. Hier gucken wir, ob da noch was an ist. Hier ist nichts mehr an. Hier oben geht's weiter. Das ist schon mal ein kleiner Überblick über die Redstone-Schaltung. Man sieht, das sind viele gleiche Einheiten. Hier kommt es ja wieder zurück. Das ist ein ordentlich, was der PC zu arbeiten hat. Die Sonne springt schon wieder zurück. Springt ihr schon wieder zurück. Dürfte gleich zu Ende sein, weil schon mal Punkt verschwindet. Und jetzt ist das Display komplett aus. Sonne rattert nach unten. Das geht aber ganz schön schnell hier. Zack, 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 zack. Die Sonne geht schnell runter. So schnell geht diese Sonne doch normalerweise nicht unter. Aber jetzt geht sie in einem normalen Tempo unter. Jetzt hat sich die FPS wieder stabilisiert. Und zwar diese Schaltung sorgt dafür, dass jetzt alles ausgegangen ist. Ich werde das eigentlich so machen, dass es bei dem 0 nicht so ist. Dann werde ich das hier nochmal kurz wegnehmen. Und nicht hier das Redstone rausnehmen, sondern so, weil mir das eine Bit immer an ist. Und jetzt sieht man hier ein 0-Bit angezeigt. Jetzt wollte ich erstmal noch, für die das 20-Bit-Video nicht gesehen haben, nochmal machen. Drück mal den 64er-Hebel. Also ich habe da jetzt ein paar Änderungen vorgenommen. Die werde ich jetzt gleich zeigen. Jetzt zeigt er erstmal eine 64 an, ganz normal. Jetzt will ich daraus allerdings eine 1000 machen. Also 23 dürfen weniger. Das ist ja dies hier. Das hier sind ja 24. 16 und 8. Muss ich ja die noch wieder anmachen. Muss halt gucken, welche Zahl das hier ergibt, was ich jetzt hier eingebe. Jetzt wird es gerade dunkel. Und 99. Jetzt wird hier 999 angezeigt. Vorher hätte hier ganz viele Nullen angezeigt. Das ist schon mal die erste Änderung. Jetzt werde ich mal auf 1000 erhöhen. Und nicht den Hebel hinsetzen, sondern auf 1000 erhöhen. Das wird dann auch sozusagen eine Änderung nochmal zusätzlich angezeigt. Dass er jetzt hier auf 1000 umstellt. Jetzt in der Dunkelheit sieht man das natürlich noch besser. Und jetzt wird er eine 1000 angezeigt. Und jetzt macht er da automatisch einen Punkt hin. Weil dasselbe ist auch bei 1 Million. Dazu muss ich für die 1 Million erstmal die letzten 6 an alle anmachen. Ich muss erstmal den 500.000 Hebel
Na, das ist hier Millionen, 2 Millionen, 1 Million. Wenn wir den hier anmachen. Da muss ich jetzt mal. So, jetzt mal. Die aus. Dann muss ich wieder an. An, bitte. Aus, 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 an. Guck mal, welche Zahl das jetzt ist. In dem Fall werde ich das dann auf 1 Million korrigieren. Am Display habe ich keine Änderungen vorgenommen. Also Display selber mit den Zahlenanzeigen. Das ist weiterhin ein Lampendisplay. Ich habe natürlich als Schematik auch ein Pistendisplay. Ich könnte daraus auch ein Pistendisplay machen. Und ich will jetzt hier am besten so abdunkeln lassen, damit es ein Lampendisplay wird. Kann ganz schön weichen dauern, also im Hintergrund ist sehr viel Wetzel am Arbeiten. Dann sieht man auch, die Zeit wird ständig zurückgesprungen, weil die Zeit nämlich normal läuft, aber die Ticks nicht normal abgegeben werden. Also ich habe die normale FPS, also die FPS sind sozusagen die Ticks, also pro FPS sind ein Tick gemacht. In dem Fall und bei unter 20 Bilder pro Sekunde, also ist ja jetzt hier knapp. Da macht er pro FPS einen Tick, aber es sind in dem Fall wirklich dann nur 2-3 Ticks pro Sekunde, dadurch wird die Differenz noch nicht mehr so hoch. Hat da schon wieder Musik im Hintergrund. Hoffen wir, dass sie nicht zu laut ist. Aber ich stelle die einfach mal leiser hier. Also ganz aus, die Musik. Das kann ganz schön weit dauern, deswegen würde ich schon mal hier dieses Muster sein, wie ich aus der 2-Blöcke-Entfernung eine 4-Blöcke gemacht habe. Das sieht eigentlich ziemlich gleichmäßig aus, außer da hinten, weil es nicht da noch mit den Einheiten war. Sonst ist das aber symmetrisch aufgebaut hier. Da sieht man hier, wie das richtig schön auseinandergebracht wurde. Die ganzen einzelnen Signale. Das dauert und dauert und dauert. Aber die Lichter sind sogar so hell genug, dass sie auch bis auf den Boden scheinen. Oder was habe ich denn jetzt hier eingestellt hier? Die müssen aber noch aus hier für die Millionen. Ja, das ist noch zu viel. Jetzt hat er sich erstmal stabilisiert. Jetzt habe ich noch ein paar Hebel wieder hochgesetzt. Dadurch wird es aber jetzt erstmal nicht so einen starken Lag mehr geben, weil ich nämlich eher jetzt nur die kleineren Stellen beeinflusst. Dieses Mal. Aber man sieht die ganzen Änderungen. Jetzt wird da ein weiterer Punkt angezeigt. Also dieser eine Punkt dafür über 1 Million, dann haben wir 2 Punkte angezeigt und nachdem ob die Zahl über oder unter 1 Million ist. Die jetzige Zahl wird wahrscheinlich unter 1 Million sein, wenn er so generiert. Ja, unter 1 Million. 999.999 ist die jetzt generierte Binärzahl. Und das sieht dann jetzt so aus, weil eine 1 Million müsste ich jetzt mal die alle ausstellen und dann werde ich auch die Schaltung zeigen. Das Video wird wohl deutlich länger werden als das erste Video. Das erste Video war nur 7 Minuten und dieses hier wird wahrscheinlich wohl 20 Minuten werden. Jetzt habe ich erstmal ein paar Hebel runtergestellt und einen hochgestellt, um die Zahl um 1 zu vergrößern. Also ich habe den Hebel von 32 bis 1, also 63 subtrahiert und dann noch 64 addiert. Dann müsste jetzt also 1 Million genau rauskommen. Ja, stimmt auch. Ich muss die Zeit normalisieren lassen. Die läuft jetzt immer noch zu schnell. Der Rückstand wird noch aufgeholt. Und jetzt ist das wieder normal.
Jetzt hat sich das wieder stabilisiert. Und jetzt werde ich die Redstone-Schaltung zeigen. Was ich beim ersten Mal auch nicht gemacht habe. Und zwar hier geht das Redstone, also der Hebel, ist hier. Der geht an den Block, wie Peter powert Fackel und powert das Redstone. Und das durch zweimaliges Invertieren zeigt es dann an, ob die an oder aus ist, der Hebel. Oder der Hebel an oder aus ist. Und das wird hier durch dreifache Invertierung nach unten gebracht. Und weil ich folge mal hier der 64er Leitung. Die wird hier weitergeleitet. Da sieht man, hier ist ein ganz schön langer Weg, dass die Leitungen hier alles zurücklegen. Das war auch ordentlich Aufwand, also ordentlich Aufwand. Selbst in Singleplayer-Commands. Dann geht's hier, wird's durch Fackelinvertierungen wieder hochgebracht. Dann sieht man hier zum Beispiel da, das sind alles BCD-Decoder-Einheiten. Und da ist es so, wenn eine Zahl von 5 oder größer reinkommt, werden 3 drauf addiert. Das ist genau das Gegenteil, könnte man bei Nachkommazahlen verwenden. Wenn man also zum Beispiel 0,543 eingeben möchte, dass man dann, oder 0,875, da braucht man natürlich die gegengesetzten Decoder, die von 8, also 8 oder größer 3 abziehen. Aber in dem Fall sind natürlich Zahlen über 1. Und die Decoder könnte man wunderbar da auf der anderen Seite platzieren. Wenn man das hier noch mit Nachkommastellen haben würde. Also müsste ich die ja natürlich noch weiter hier rüber lenken. Also würde ich das sonst gleich hier oben drüber direkt oben drüber noch einen Decoder packen. Und da hinten nochmal Nachkommastellen. Aber über der 800 irgendwie was Millionen da. Oder über der 100 Millionen. Erstmal aber zurück zu den Einheiten hier. Zum Beispiel kommt eine 5 rein. Hier ist die 1, da ist die 4 und aus der 5 wird eine 8. Und das wird dann sozusagen immer weiter so gereicht. Und dieser Decoder, das ist ein Binär-MDCD-Umwandler, der muss 27 Bit umwandeln. Und bei 27 Bit kommen schon so viele Decoder zusammen. Und da das natürlich mit dem Decoder ausrichten her falsch herum ist, muss ich hier die ganzen Redstone-Leitungen hier drehen. Die Leitung rechts muss ich nach links führen und die linken muss ich nach rechts führen. Und jetzt bei einer Million ist es so. Also hier sind natürlich 4 Leitungen, obwohl hier eigentlich nur eine gebraucht wird. Hier ist die 100 Millionen, die da reingeht. Hier ist nichts an. Und weil davor nichts an ist, ist hier eine 15 drin. Und eine 15 bedeutet, in einem Display, es wird nichts angezeigt. So kann ich das Display an- und ausmachen. Das dasselbe ist auch bei der 10 Millionen Stelle. Aber bei der Millionen Stelle kommt eine 1 rein. Und diese 1 sorgt dafür, dass die Fackeln diese 15 reinmachen, dass sie ausgeschaltet werden und dann der Input von weiter hinten durch kann, also eine 1. Und dann ist er hier nochmal von 1, 2, 4, 8 binär, wird hier nochmal in Dezimal dekodiert. Hier wird die 1 ausgewandelt, geht hier anschließend in den Decoder rein, also der wird das wiederum in 7 Segment umwandelt und der macht das anschließend hier ans Display und hier sind 2 Segmente an und da bei der 1 hier so ist, ist es so, dass hier bei den Nullen wird hier die 15 sowieso ausgeschaltet, bei den allen kleineren, weil dann würde ja nur eine einzige 1 angezeigt werden, wenn es da so wäre. Jedes Ding war einzeln, da wäre ja nur eine einzige 1 auf dem Millionen-Display. Wenn hier irgendwie eine Zahl zwischen 1 und 9 reinkäme, das kann keine 10 oder größer rauskommen, wird hier eine beliebige Zahl zwischen 1 und 9 herausdekodiert und angezeigt. In dem Fall sind hier alle Decoder auf 0 gestellt. Da werde ich nochmal ein kurzes Beispiel machen, in dem ich nochmal eine 128 drauf packe, also 1.128.000 und jetzt wandelt der BCD-Decoder erstmal die Binärzahl in eine BCD-Zahl um und die dann wiederum in Dezimal und das wird wiederum in einen 7-Segment-Decoder umgewandelt. Jetzt wird dann noch eine 128 angezeigt. Jetzt kommt hier eine 1 rein, bei der 100er Display ist es alles richtig verkabelt. Dass hier eine 1 reinkommt. So wie bei der Million, dass hier die 1 aktiviert wird.
hier wird die 2 aktiviert und hier wird dann beim Einsatzdisplay die 8 aktiviert. Dabei mit dem Punkt, mit dem Punkten ist es auch ziemlich einfach. Das ist einfach mit der Schaltung verknüpfbar. Das heißt, hier zwischen der 1 Million und der 100.000er Stelle eine Fackel installiert. Das ist eine falsche Fackel übrigens hier, weil die nämlich bei 10 Millionen und 1 Million ist. Diese hier ist zwischen 1 Million und 100.000 und es geht hier die Redstone runter. Sie auch mit Wolle und wird hier nochmal umgekehrt. Und hier eine einzelne Fackel. Und die sorgt hier, dass hier ein Punkt angezeigt wird. Dasselbe ist auch zwischen der 1000 und 100er. Oh, ich bin schon bei 21 Minuten beim Minecraft-Let's-Play-Teil. Teil, so lange werden die. Ich hätte heute auch Teil 50 hochgeladen. Sofern ich das noch hinkriege. Kann sein, dass er auch morgen erst hochgeladen. Aber hier ist die Fackel. Wenn die Fackel, weil wenn hier, wenn zum Beispiel hier nichts an ist, also hier keine, hier irgendeiner der Leitungen an ist, würde hier Redstone an, ausgehen und die Fackel würde angehen und dementsprechend würde die Fackel da hinten wiederum ausgehen, dass der Punkt dann nicht angezeigt wird. Kann ich dann eigentlich kurz machen, indem ich hier den 512 Hebel mache. Dann werde ich das nämlich zeigen, wie das dann aussieht, wenn ich eine Zahl also unter einer Million habe, dann wird der ein Punkt ist dann ja an, der andere ist dann aus. Wenn ich den Decoder nochmal erweitern würde, dass er bis 2.141.483.648 geht, oder 647 geht, dann werde ich jetzt erstmal sozusagen noch den ein Fakt für Sparke Phoenix, der unbedingt für mich mehr Aufrufe haben sollte, werde ich dann jetzt noch am Ende anhängen. Aber jetzt erstmal hier die 999.660 wird angezeigt. Jetzt zum Beispiel hier bei einer Million nichts an, dass hier jetzt eine 15 reingemacht wird bei der Millionenstelle und dadurch ausgeschaltet wird. Hier ist die Fackel an, das bedeutet, hier geht es Redstone aus, invertiert an und macht die Fackel wiederum aus, sodass hier kein Punkt mehr angezeigt wird. Jetzt wird hier eine 919.616 angezeigt und jetzt will ich erstmal noch den Artefakt für Spark of Phoenix machen. Und zwar auf Kreativ und schieb's an. Landwelt starten. Und jetzt werde ich erstmal TP. Werde erstmal die Koordinaten mit Alt und mit. Wir machen auch nochmal das Zeichen. Alt, groß und auf das Plus. Na, da mache ich. Das glitzert jetzt aber einmal. Der Blitz ist da ja eingeschlagen. Holy shit. Plötzlich Gewitter. Aber ich wollte mich erstmal hier teleportieren. Ah, leichter Fail, aber es macht nichts. Jetzt habe ich hier. Ah, ich habe Großschreibung an hier. Weil es wird ja bei mir jetzt auch gerade dunkler, weil ja die Uhren ja letzte Nacht zurückgestellt wurden. Und jetzt gehe ich mal einfach mal bei den Koordinaten, wo ich bin jetzt hier. Also 1515, dann eigentlich die 2.147.000.000. Ich kann das so schlecht sehen im Moment hier. Das ist 2.147.483.648. Gegebenenfalls werde ich auch diesen Decoder auf so viel Bit erweitern, dass er jetzt dieser gegebenen Zahl dekodieren kann. Und jetzt noch 666 und jetzt bin ich hier. Der Niederschlag hört hier auf. Ich will jetzt unbedingt mal, dass es bei einem Spark of Phoenix wieder bei mir ist. Dass ich dadurch bekannter werde und auch mehr Aufrufe bekomme. Und deswegen will ich halt unbedingt dann, dass vielleicht auch sein Fakt aufgenommen wird, weil dann sehen das nämlich auch 100.000 Leute. Dann würden vielleicht auch welche auf meinen Kanal gehen, wenn das 100.000 Leute das Video sehen. Und dann kriege ich bestimmt auch so, sag ich mal, 5 bis 10.000 würde ich dann auch bekommen. Aber erstmal wieder zurück.
Ja, für 1055, diesmal allerdings auf 50 und wieder auf 66. So dass ich jetzt hier unten bin. Und damit werde ich den Part beenden. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ja. Ja.